Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Offscreen habe ich jetzt gerade richtig einen kleinen Anfall gekriegt. Ich habe mich durch das Labyrinth gekämpft, habe dabei 20.000 Erfahrungspunkte angesammelt und am Ende bin ich gestorben, bevor ich die Erfahrungspunkte erreichen konnte und bumm, alles umsonst. Ich habe über 20.000 Erfahrungspunkte verloren. Das war und ich habe mich deshalb aufgeregt. Nicht, weil ich sie nicht erreicht habe, sondern weil ich einfach nicht Dreieck drücken konnte, um sie wieder aufzusammeln. Das ging aus irgendeinem Grund einfach nicht. Ich weiß echt nicht, warum das Spiel das manchmal macht, aber ich habe das Gefühl, in diesem Gebiet hier sind zu viele Bugs. Das hatte ich bislang in dem Spiel ja noch gar nicht. Und als ich jetzt hierher zurückgekommen bin, sind drei Skelette gespawnt, die ich jetzt besiegt habe. Und ich kann hier so ein Ding aufnehmen. Keine Ahnung, was das sein soll. Verworrene Wege Faustschild? Was soll denn das sein? Da unten. Für den Verzweifelten oder den Erfinderischen kann alles als Schild dienen. Dieser improvisierte Schild schützt davor, sich auf verworrenen Wegen zu verirren. Okay. Und hier hinten die Truhe konnte ich auch noch öffnen, habe aber noch nicht geguckt, was drin war. Attributs- und Energiesplitter. Yay! Okay, wisst ihr was? Den Attributsplitter werde ich direkt einsetzen. Oh, ich habe sogar drei Attributsplitter. Ja, geil! Oh, sehr gut. Die kann ich jetzt nämlich verdammt gut gebrauchen. Oh, und einen Zauberpunktsplitter auch noch. Ey, Leute. Das ist ja Weihnachten heute. Denn ich will die jetzt alle benutzen, um ein bisschen auf Glauben zu skillen. Weil wenn ich in diesem Labyrinth tatsächlich die ganze Zeit Magie gebrauchen kann, dann werde ich wohl oder übel auf Magie, auf den Glauben gehen müssen, damit ich eben mehr Schaden damit mache. Ansonsten komme ich hier in diesem Gebiet ja gar nicht weiter. So, das zum einen. Und Zauberpunkte habe ich ja auch noch zu vergeben. Moment. Da. Gebet kann ich upgraden. Rage, Rammen, Erdbeben kann ich auch upgraden. Ich mach mal Erdbeben hoch. So. Kann, ja, Rammen könnte ich auch noch erhöhen. Aber für mich ist es erstmal wichtig, dass ich Erdbeben hochgeskillt habe. Soll ich mir schon mal... Ja, komm, ich werde schon mal einen weiteren Magiepunkt kaufen und Rammen mal aufs Maximum machen, weil das ist einer meiner wichtigsten Zauber. Rammen und Erdbeben benutze ich ja am meisten bislang. Und ich hoffe, das bringt was. Dass ich dann eben besser gegen die Gegner bestehen kann. Wir sehen uns dann. Ich werde jetzt einen kurzen Schnitt setzen und wir sehen uns dann, sobald ich an der Stelle angelangt bin, wo ich wieder weiterkomme. So, ich zeige euch jetzt mal den Weg, den ich gerade gegangen bin. Das ist jetzt der erste Ring. Dann geht es hier weiter. So. Hier habe ich dann den Raum, der zu beiden Seiten fortgesetzt wird. Und in dem es auch einen Hebel in Sichtweite gibt. Beim Hebel anschließend wieder hier einen langen Gang entlang. Hier gab es übrigens auch einige Geister und Skelette natürlich, aber die Kämpfe mit denen habe ich schon bestritten. So, und hier drin befand sich auch nochmal so ein ganz dicker Geist. Also einer von denen, die wirklich mehrere Zauber benötigen, um zu sterben. Der hier ist auch eine hat die Notiz. Bibliothek verschlungen und uns zu Gefangenen gemacht. Da es um den Verstand der Anhänger geschehen ist, bleiben nur ich und der Wärter. Wir können einander nicht töten. Wir haben es versucht. Doch die klaffenden Wunden wurden geheilt. Der Tod kam nicht. Wir sind jetzt unsterbliche Gefangene. Die Schändlichkeit des Wärters breitet sich in mir aus, während mein Zorn ihn langsam in den Wahnsinn treibt. Mein Körper ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Was bleibt noch von mir, wenn es so weitergeht? Tja, das ist echt scheiße, hier die ganze Zeit auf Ewigkeit gefangen zu sein. Und du musst so lange hier bleiben, bis irgendjemand es schafft, dieses Monster zu betöten. Kein schönes Schicksal.
So, hier war noch ein anderes. Haha, ich hab dich nicht vergessen. Oh, da kann ich auch schon einen Hebel betätigen. Das ist schon mal gut. Und viel Spaß mit dem Zauber. Ey, was soll denn der Scheiß? Wieso wurde er jetzt nicht getroffen? Ey, was ist das denn jetzt für ein Bullshit? Da hat mich das Spiel ja jetzt schön gelingt. Au. So. Das war's. Lass mich raten, die Tür kann ich gar nicht öffnen. Von einem anderen Ort aus nur zu öffnen. Vielleicht mit dem Hebel. Nö. Sieht nicht so aus. Mist. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Bin ich jetzt wieder im äußersten Ring oder? Weil hier bin ich noch nicht gewesen. Ui, was haben wir denn hier? Oh. Was war das? Na super, ein Zauberpunktsplitter. Und dafür sind wieder hinter mir Gegner aufgetaucht. Herrlich. Ah, super. Was? Ich habe jetzt nichts gesehen. Was ist passiert? Ist das euer Ernst? Hat der sich jetzt unsichtbar gemacht oder was soll das sein da? Ich raffe ehrlich gesagt nicht so ganz, was der da jetzt macht. Ich meine, Kollege, man sieht dich immer noch. Vielleicht denkst du bist unsichtbar, aber dazu fehlt noch ein ganzes Stück. Okay. Ich denke mal, der Zauber sollte dir den Rest geben. Danke. Ja. Geht doch. Mann, Mann, Mann. So, und wo geht's hier lang? Oh yay, ein Geist. Den ich wieder nur mit Magie angreifen kann, die ich gerade nicht habe. Wow, bist du schnell. Du bist viel zu schnell. Alter. Aber egal, du bist tot. So. Ey, 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 ey. Willst du mich... Ah, die Skelette, die zwei Waffen bei sich tragen, sind die schlimmsten. Das sind echt die schlimmsten. Die können so schnell angreifen und so viel Schaden innerhalb kürzester Zeit machen. Das ist einfach unnormal. Man muss einfach nur aufpassen, dass man nicht zu viele Schläge hintereinander von denen einstecken muss. So, kleine versiegelte Rune, yippie. Und jetzt? Oh? Oh. Habe ich etwa jetzt eine Tür geöffnet hier? Oh. Manno. Oder muss ich da meinen Klon draufsetzen? Okay, sieht ganz danach aus. So. Und schnell. Schnell, schnell, schnell. Yes, geht doch. Was haben wir hier Schönes? Einen seltsamen Schlüssel? Okay. So, wo ist hier der Hebel? Da ist er. Schön offen bleiben, mein Kleiner. Sehr gut. Wunderbar. Ein Grab war da jetzt aber nicht drin, oder? Nee, so ein Steinsarg. Nein, war nicht drin. Woanders befand sich auch nicht so ein Teil. Weil davon soll es ja angeblich 4 Stück geben. Ich habe bislang nur 2 gefunden. Nee, ich bezweifle ganz stark, dass es hier noch einen Sarg gibt. Boah, aber ein krasser Weg, ey. Man kann sich hier auf jeden Fall einiges an verschiedenen Wegen zusammenbauen.
Oh, ah, da ist Nummer 3. Die Beinrüstung des Geweihten. Sehr gut. Ja, fehlt nur noch eine. Ich glaube, der Brustpanzer fehlt mir nur noch. Sehr gut. Ja, bis jetzt läuft es. Bis jetzt läuft es. Jetzt sollte ich natürlich langsam wieder zurücklaufen, damit ich wieder meine, damit ich meine Heiltränke wieder aufladen kann. Ich würde sagen, ich setze wieder einen Schnitt und sobald ich einen neuen Pfad gefunden habe, sage ich euch wieder Bescheid. Denn sobald ihr den Pfad seht, dann wisst ihr ja im Prinzip, inwiefern ihr das Labyrinth zusammenbauen müsst. Wir sehen uns. Okay, ich habe jetzt noch einmal den äußersten Ring gedreht und bin nochmal in diesen einen Raum gegangen, wo ich ja vorher nicht weitergekommen bin. Vielleicht passt dieser seltsame Schlüssel, den wir vorhin gefunden haben, ja in diese Tür hier rein. Versuchen wir es mal. Ja, sehr gut. Alles klar, das ist doch schon mal super. Und hier drin finden wir einen weiteren Hebel. Was bringt der? Okay, ich habe jetzt eine Trophäe bekommen. Psychologische Kriegsführung. Und jetzt hat sich da oben die Rune geändert. Psychologische Kriegsführung. Also irgendetwas scheine ich dadurch erreicht zu haben, dass ich den Hebel betätigt habe. Oder war da in dem anderen Raum noch irgendetwas? Moment, ich gucke nochmal nach. Vorsichtshalber nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Ist vielleicht hier in dem Pott was? Nee. Nix. Alles klar. Dann sehen wir uns, sobald ich wieder etwas Neues entdeckt habe. Okay, Leute. Ich stehe wieder vor diesem Hebel, bei dem ich gerade noch gewesen bin. Ich will nur mal gucken, was genau passiert eigentlich. Okay. Jetzt ist da so ein Feuersymbol oben. Ich habe jetzt irgendetwas auf Feuer geändert. Moment, da gibt es scheinbar Magie. Das mittlere könnte Gift sein. Und das da oben Feuer. Moment, was sind meine Werte gerade? Ja, ich bin... Nee, Schaden, Rüstung, da. Magie, Feuer, Gift, Blitz. Aha. Ich bin eigentlich gegen so ziemlich alles gewappnet. Naja, wobei 6 Schutz vor irgendetwas ist eigentlich auch nicht großartig viel. Deswegen bezweifle ich auch, dass 3 Punkte mehr, die ich jetzt bei Gift habe, irgendetwas reißen können. Also mit anderen Worten, Leute, wir können in die Mitte des Labyrinths gehen. Ich habe nämlich bei meiner ganzen Herumprobiererei nur noch einen zweiten, nur noch eine einzige Tür gefunden eigentlich, die noch total verschlossen war. Aber ich habe halt keinen Schlüssel mehr gefunden und mit denen, die ich momentan im Inventar habe, ging sie auch nicht auf. Mit anderen Worten, der einzige Weg, der für mich jetzt noch übrig bleibt, ist der in der Mitte. Deswegen werde ich mich jetzt in die Mitte des Labyrinths begeben, wo uns höchstwahrscheinlich ein Boss begegnen wird. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil das sah schon wieder sehr nach Bossfight aus. So, hier nochmal ein Speicherkristall aufladen. Volle 10 Heiltränke. In Bosskämpfen ist es eigentlich praktischer, wenn ich den Zauberrammen bereitstehen habe. Okay. Aha! Habe ich es mir doch gedacht. Wow. Gott, bist du hässlich. Okay, Wärter. Alter, der kann Magie ab. Wow. Alter. Kann ich den. Okay. Wow. Was geht denn jetzt ab? Okay. Moment. Boom. Okay, scheinbar kann ich ihm selber noch keinen Schaden zufügen, sondern nur seinem Schild oder was das sein soll, diesen Steintafeln. So,
Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen auszuweichen. So. Ups, das war nicht ganz so schlau. Wow, 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 ey. Ruhig. Warum die Attacke jetzt nicht getroffen hat, verstehe ich auch nicht. Okay, vor dem Feuer sollte ich mich lieber in Sicherheit bringen. Hä? Wieso wirkt der Zauber denn nicht? Okay. Offensichtlich kann ich ihn mit Erdbeben gar nicht erwischen. Keine Ahnung, ob er gegen den Zauber einfach immun ist oder woran es sonst liegt. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber wenn ich es nicht machen kann, wenn es nicht geht... Wow, Alter! Puh, das war knapp. Holy shit. Okay, also... Okay, zweimal zuhauen allerhöchstens. Eigentlich so wie immer bei einem Boss. Dann einen Zauber loslassen. Dann warten, bis ich zuhauen kann. Okay, einmal nur. Einmal nur. Immer schön vorsichtig sein. Puh. Ganz ruhig. Ich krieg ihn. Wir kriegen den schon noch. Vorsichtshalber nochmal einen Zaubertrank reinhauen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Oh, 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 oh. Okay, seine direkten Attacken tun sehr weh. Huhuhu. Da ist es doch lieber empfehlenswerter, auf Abstand zu gehen. Junge. Puh, scheiße. Das war knapp, okay. Wenn er seinen Feuerzauber macht, sollte ich lieber ausweichen. Das Ding macht selbst beim Blocken zu viel Schaden. Okay. Ufsa. Oh, was ist denn jetzt passiert? Was ist passiert? Jetzt ist sein Schild nur noch sehr niedrig. Wow. Okay. Ich weiß nicht, warum die Mauer da steht, aber bestimmt aus einem guten Grund. Wow. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. War das falsch? Weil er hat jetzt sein Schild neu regeneriert. Das ist jetzt eigentlich nicht gut. Au. Ich glaube, ich sollte ihn lieber noch einmal angreifen, wenn er das nächste Mal einen niedrigen Schild hat. Wäre, glaube ich, empfehlenswerter. Ich versuch's beim nächsten Mal einfach anders, weil das kann ja nicht sein. Ich habe ihm nicht mal die ein Viertel seiner Energieleiste abgezogen und das kann es ja nicht sein. Boom. Haha. Okay, nochmal. Wow. Aua! Okay. Wow! Alter! Willst du mich verarschen?
war das denn jetzt? Das waren mehrere tausend Schadenspunkte. Oh, fuck. Moment. Ich hol mal eben einen Geisterrufsplitter. Hol dadurch meine Erfahrungspunkte wieder. So, 35.000 und die will ich jetzt benutzen, um mir Erfahrungspunkte zu kaufen. So. Perfekt, hat genau für zwei Dinger gereicht. Sehr gut. Dann mache ich meine Stärke hoch. Ja, ich gehe lieber komplett auf Stärke. Noch einmal. Weil erhöhter Magieschaden bringt mir bei dem Kerl ja wohl kaum großartig mehr. Ja, wobei mehr Stärke ja eigentlich auch nicht. Ich mach mal einen Punkt auf beides. Just in case. Okay, bevor wir den Kerl allerdings ein zweites Mal versuchen, werde ich den Part beenden, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Lords of the Fallen, wo wir gucken werden, ob wir diesen Boss, den Wächter, besiegen können. Na dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!